Ja, meine Damen und Herren, lieber Herr Reichmann, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich, hier in Corozales sein zu können und mit Ihnen in Kontakt zu kommen. Das klappt bisher ganz wunderbar. Ich hoffe, es bleibt so. Sehen Sie es mir nach, wenn ich jetzt hier ein bisschen mit dem Bildschirm halt durcheinander komme. Aber ich glaube, das klappt mit der Mannschaft, die hier sitzt, wunderbar. Ja, Herr Reichmann hat es schon gesagt, dass den Überblick über das Programm, also zwei Teile. Der erste eher mal so in Versuch in aller Kürze einen historischen Überblick über die Kartografie, Entwicklung der Kartografie in Sachsen, also etwa 1500 bis 1900, wirklich nur ganz grob. Und in einem zweiten Teil dann eher praktisch, also zum einen so ein bisschen technische Hilfsmittel zum Umgang mit alten Karten, Hilfsmittel zur Interpretation von alten Karten und dann auch ein paar Beispiele, die vor allem aus dem Bereich der Landesaufnahmen, der historischen Landesaufnahmen genommen sind. Dazwischen haben wir ja immer einzelne Abschnitte zur Diskussion, aber wir wollen es gerne ausdrücklich so machen, zumal wir ja auch ein überschaubarer Kreis sind, wenn Sie zwischendrin akut Fragen haben. Blenden Sie sich einfach ein. Ich hoffe, die Zeit reicht. Ansonsten, wenn Sie eigene Beiträge haben, das können wir natürlich dann auch in den dafür vorgesehenen Zeiträumen machen. Ja, dann beginne ich mal, beziehungsweise leichter gesagt als getan. Gehe ich jetzt hier rüber jetzt. Ja, da haben wir den Überblick nochmals, also im zweiten Teil. Will ich ganz kurz was, aber wirklich nur ganz kurz, drei Internetadressen sozusagen zur Kartenrecherche nennen, dann ein paar Hinweise zu geben, alte Karten, Herstellungstechniken, was gibt es da, was gab es, wie erkennt man das, wenn man eine alte Karte im Original vor sich hat, zu bestimmen, was ist es für eine Technik. Der Punkt 3 heißt dann Hilfsmittel zur Interpretation von Altkarten. Da wird es vor allem um die Frage Maßstäbe und Maßstabsbestimmungen gehen. Und Sie bekommen von mir dann auch eine kleine Bibliografie. Die will ich dann gar nicht weiter kommentieren. Wird Herr Reichmann dann im Anschluss auch versenden oder in den Chat stellen, wenn Sie daran Interesse haben und dann im vierten Teil des zweiten Teils eben etwas an Beispielen, wie lesen wir diese Karten, was sagen die überhaupt aus, welche Informationen sind da drin. Das ist von Zeit zu Zeit und eben auch von Typ zu Typ dann unterschiedlich. Ja, der historische Überblick. Ganz am Anfang, also verzeihen Sie mir, wenn ich da quasi beim Urschleim anfange, einfach die Frage stelle, was sind überhaupt Karten und von welchen Karten sprechen wir, wenn wir landesgeschichtliche Quellen beziehungsweise heimatgeschichtliche, ortsgeschichtliche Quellen hier in den Blick nehmen. Also mal ganz banal definiert, sind Karten eine grafische Darstellung eines Teils der Erdoberfläche. Die Darstellung ist generalisiert, das heißt abstrahiert, nicht bildförmig, also nicht naturalistisch dargestellt. Die Karte hat in der Regel Kommentar in Form von Legenden oder grafischen Symbolen. Und eine moderne Karte zumindest ist auch mathematisch bestimmt. Das heißt, sie beruht auf einer Vermessung, ist durch verschiedene jeweiligen Zeit entsprechende geodätische Methoden aufgenommen, vermessen und gezeichnet. Der Genauigkeitsgrad ist je nach Entstehungsphase dann natürlich unterschiedlich. Da kommen wir noch dazu. Die Karte ist natürlich auch maßstabsgerecht verkleinert und sie ist verebnet. Das heißt auch, Sie sehen hier rechts auf der Folie so ein paar Schaubilder. Es gibt verschiedene Projektionen. Dann der Normalfall ist das, was Sie hier, ich muss ja gerade mal den Zeiger anmachen, dann kann ich Ihnen hier das auch zeigen. Das ist das, was Sie hier rechts oben
sehen, also die normale Darstellung, die Erdoberfläche ist auf eine horizontale Ebene projiziert, und zwar hier diese parallelen Pfeile andeuten sollen, in paralleler Projektion, also ganz anders, als wenn man wie hier eine Zentralperspektive, wie in einem Bild, hier in dem Fall auch eine horizontale Ebene, zugrunde legt. Die Karte ist parallel projiziert im Normalfall, senkrecht, horizontal, während eine andere Darstellungsmöglichkeit dann die Schrägperspektive ist, zum Beispiel auch in Verbindung mit einer Zentralperspektive her, also die klassische Vogelperspektive nennen wir das. Viele Altkarten sind ja aus dieser Perspektive, Vogelperspektive, dargestellt, also von schräg oben, und das Ganze bildhaft, weil man eben keine Parallelperspektive, sondern eine Zentralperspektive hat. Das ist überhaupt für ältere Karten, sagen wir im 16. und 17. Jahrhundert, dann das Entscheidende, dass wir vielfach noch zentrale Perspektive, das heißt bildhafte Wirkung haben. Und all diese verschiedenen bildartigen Perspektiven, da sprechen wir in der Regel von kartenverwandten Darstellungen, also die gar nicht unserem Normalstandard, wie hier oben rechts, parallele, horizontale Projektion entsprechen. Das heißt auch in der Regel, dass diese bildhaften Karten der frühen Neuzeit gar nicht stark generalisiert sind, wie es bei modernen Karten ist, sondern eben auch oft sehr naturalistisch konkrete, wirklichkeitsnahe Abbildungen zeigen, was natürlich auch ihren Quellenwert ausmacht. Also diese grundlegende, das Nebeneinander von bildhafter, perspektivischer, zentralperspektiver Darstellung und der modernen Kartenprojektion, das muss man über den Blick haben. Hier mal, um deutlich zu machen, was das heißen kann, ein Beispiel: eine Karte der Gegend um Mügeln, Leisnig, Kolditz, in der Mitte sieht man die Mulde. Da sehen Sie schon, also es ist eine schräge Aufsicht, also im wahrsten Sinne des Wortes eine Vogelperspektive, und das Ganze ist auch zentralperspektivisch dargestellt. Also Sie sehen dann im Hintergrund, dass diese blauen Berge, das sollen das Erzgebirge sein, die Karte ist gesüdet. Das muss man mit in Kauf nehmen, dass diese Karte hier ist schon relativ klein vom Maßstab her. Die ältesten Kartentypen, Beispiele sehen wir gleich, sind da noch großräumiger, und der Bildcharakter ist auch noch deutlich ausgeprägter. Ja, zur Begrifflichkeit vielleicht auch noch etwas vorneweg. Historische Karten, den Begriff ist man gewohnt zu sagen, was sind historische Karten eigentlich? Also der Begriff ist relativ ungenau, weil er auch, oder sagen wir missverständlich, weil er auch verschiedene Dinge meint. Genauer gesagt sollte man eigentlich differenzieren zwischen Altkarten und Geschichtskarten. Auf der einen Seite die Geschichtskarten, das sind retrospektive, kartografische Darstellungen von politischen Verhältnissen der Vergangenheit, also auch mit didaktischem Anspruch, also das, was Sie im sogenannten historischen Atlanten zum Beispiel finden. Ein schönes Beispiel hier, was wir in Sachsen haben, seit 1997 von der Sächsischen Akademie der Wissenschaften rausgegeben, zusammen mit dem Landesvermessungsamt, heute Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, GOSN, der Atlas zur Geschichte und Landeskunde, der also von Sachsen, der in diesem Sinne Geschichtskarten enthält, nämlich eben moderne Darstellungen historischer Erkenntnisse, wenn man das so ausdrücken will, also verschiedene
Themenbereiche sind da, in verschiedene Themenbereiche ist der Atlas gegliedert. Und er enthält, wie Sie sehen, die Gruppe H, dann auch eine Gruppe historische Karten. Da fragt man sich, was soll das sein? Das ist das, was ich eigentlich als Altkarte, der Begriff, eben den Begriff finden Sie vielfach in der Kartografiegeschichte, was ich als Altkarten bezeichnen würde. Das sind nämlich dann wirklich die Karten, die in der Vergangenheit entstanden sind, alle in früherer Zeit hergestellte Karten, die uns heute als Quelle für historische Forschung dienen. Hier verwenden die denn wieder den Begriff historische Karten, aber sie haben natürlich auch mit den eigenen Geschichtskarten historische Karten. In dieser Gruppe H, hier im Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen, finden Sie nämlich dann einige faksimilierte Darstellungen, also von Altkarten, die dann kommentiert sind, abgebildet und kommentiert sind. Einige von Ihnen werden es sicher kennen. Der Atlas ist leider nicht vollendet worden. Ich glaube, die letzte Karte ist 2010 erschienen oder kurz danach. Man kann diese Karten beim Sächsischen Landesvermessungsamt auch erwerben. Also man hat eine ganze Reihe von historischen, zu verschiedenen Zeitständen historische, also Geschichtskarten, die den Territorialstand Sachsens wiedergeben. Sie haben eine ganze Reihe thematische Karten, also zum Beispiel zu den Rittergütern in Sachsen und anderes drin. Also Geschichtskarten und Altkarten, was man landläufig gerne beides als historische Karten versteht, aber so kann man es differenzieren. Unter diesen Altkarten, also den alten Karten aus in der Vergangenheit entstanden, bilden eigentlich die sogenannten archivischen Karten einen sehr großen Komplex und auch wahrscheinlich den Komplex im Unterschied zu Karten aus anderen Kartensammlungen, die Karten, die für den Landeshistoriker, den Heimatforscher, den Ortschronisten von besonderem Interesse sind. Archivische Karten heißt erstmal ganz banal, das sind Karten, die Sie in den Archiven, also wie zum Beispiel im Sächsischen Staatsarchiv finden. Natürlich finden Sie auch in Bibliotheken Karten, also die Sächsische Landesbibliothek zum Beispiel in Dresden hat ja eine sehr große Altkartensammlung, vieles davon auch digital, aber es sind Sammlungsstücke, die aus dem bibliothekarischen Kontext kommen. Archivische Karten heißt erstmal ganz praktisch, das sind in der Regel Manuskriptkarten, also handgezeichnete Einzelstücke, die aus dem Aktenkontext, aus den Akten der Behörden kommen, also wirklich wirkliche Unikate, sind in der Regel ganz unmittelbar für oder aus der Verwaltungsarbeit entstanden. Sie haben also einen pragmatischen Entstehungszweck. Sie haben meist auch sehr regionalen oder gar lokalen Bezug, entsprechend großen bis sehr großen Maßstab. Und entscheidend ist, dass sie eine Provenienz haben. Sie kommen aus einer bestimmten Behörde und sie sind überliefert in der Regel in einem Aktenkontext, also mit schriftlichen Quellen. Und das macht eben ihren besonderen Wert aus. Das heißt nämlich zum einen, dass man diese Karten mit Hilfe der zugehörigen Akten, die sie illustrieren, sehr gut interpretieren kann. Heißt aber andererseits auch, das ist die andere Seite der Medaille, wenn diese Akten nicht mehr erhalten sind, wenn wir nur noch die Karte haben, ist es oft sehr schwer, die Karte zu verstehen, den Inhalt zu verstehen, weil die Erläuterung in den Akten nicht mehr da ist. Leider ist es so, in den Archiven hat man Karten, die manchmal großformatig in den Akten enthalten waren, aus konservatorischen Gründen schon sehr früh entfernt, die extra gelagert, plangelegt. Und da ist über die Jahrhunderte vielfach der Zusammenhang verloren gegangen. Oft gibt es die Akten gar nicht mehr, die zu der Karte gehören, wo die Karte dazu gehört, beziehungsweise die Akte ist wahrscheinlich noch irgendwo da, aber das Wissen vom Zusammenhang ist verloren gegangen.
Aber wenn dieser Zusammenhang da ist, kann ich eben erkennen, aufgrund der Akten, warum diese Karte entstanden ist, wer sie veranlasst hat, wer sie ausgeführt hat, was der Entstehungshintergrund ist. Das macht den Reiz aus, während also in Bibliotheken zum Beispiel oder in anderen Kartensammlungen die Karten als Einzelstücke gesammelt werden. Meist sind es dann auch gedruckte Karten. Auch im Archiv finde ich viele gedruckte Karten, aber oft sind das eben auch Vorlagen, die Behörden, landesherrliche Behörden, verwendet haben für ihre Arbeit. Dann haben die Einzeichnungen, da hat man die als Grundlage für eigene Entwürfe benutzt und damit ist die gedruckte Karte auch ein Unikat. Also dieser Begriff ist ganz, ganz wichtig, weil hier auch der besondere Erkenntniswert, der Begriff archivische Karte, der Erkenntniswert angedeutet ist, der sich aus der Aktenüberlieferung ergibt. Ja, was sind das vom Inhalt her? Also ich gehe immer so ein bisschen von den Verhältnissen im Sächsischen Staatsarchiv aus, wo wir eine sehr, sehr große historische Kartensammlung haben oder besser gesagt eine Sammlung mit Altkarten. Das sind, wenn man mal chronologisch rangeht, die ältesten Karten sind sogenannte Bildstreitkarten. Man spricht auch von forensischen Karten, also Karten, die im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren entstanden sind als sogenannte Augenscheine, wo man einen Tatort oder eine strittige Grenze oder sowas für das Gericht, für die Vorlage bei Gericht augenscheinlich gemacht hat. Das ist wirklich im lokalen, im regionalen Bereich eigentlich so der Uranfang der Kartografie. Das setzt in Sachsen so etwa um 1500 ein, da haben wir die ältesten Beispiele. Ein anderer Bereich sind Landtafeln, den Begriff haben Sie sicher auch schon mal gehört, also die landesherrlichen Landesaufnahmen, die so im 16. Jahrhundert einsetzen, haben als Produkte, als Endprodukte häufig eher kleinmaßstäbig, meist sehr prachtvoll, bildartig, repräsentativ ausgefertigte Karten, die oft auch an Wänden präsentiert wurden, Landtafeln nennt man sowas. Parallel dazu entwickeln sich die Landesaufnahmen, wo man wirklich eine groß- oder größer maßstäbige Vermessung des Landes gemacht hat, wo auch der Zweck dann ein anderer ist, ein administrativer Zweck, nicht unbedingt ein repräsentativer Zweck dahinter steht. All das, auch diese Landesaufnahmen in der frühen Neuzeit, handschriftliche Karten, Manuskriptkarten, die auch meistens gar nicht für die Veröffentlichung bestimmt waren, sondern geheimes Herrschaftswissen, Arkanwissen enthalten haben. Sowas gehört zu den typischen archivischen Karten aus dem 16. Jahrhundert. Ja, und kaum in einem Satz zusammenzufassen, ist der riesengroße Bereich der von Verwaltungskarten, die dann in den Behörden, in den landesherrlichen Behörden entstehen und wirklich das Gros ausmachen. Nur mal um Zahlen zu nennen, das Sächsische Staatsarchiv hat, also das Hauptstaatsarchiv Dresden hat um die 400.000 Kartenblätter in seinem Bestand. Bis 1900 sind es geschätzt etwa 20.000. Da sehen Sie auch schon Verhältnisse. Und von diesen 20.000 frühneuzeitigen Karten ist wirklich das Gros, ich würde mal grob schätzen, also mindestens 4/5 sind solche Einzelkarten, die aus zum Teil ganz banalen oder kleinräumig angelegten Verwaltungsvorgängen entstanden sind. Handgezeichnete Karten, die ältesten Kartierungen zu Verwaltungszwecken stammen aus dem Forst- und Jagdbereich, Forst, Jagd und Teichwirtschaft. Das ist fast in allen Territorien so, auch in Sachsen im 16. Jahrhundert. Gewässerkarten kommen dazu, Grenzkarten, eine große Masse an Flurkarten, Rittergüter, einzelne Dorffluren, einzelne Grundstücke, aus ganz verschiedenen Gründen angelegt. Und für Sachsen muss man natürlich auch erwähnen, den Bergbau, die Bergbaukarten, die auch im
späten 16. Jahrhundert einsetzen, Grund- und Seigerrisse als besondere Form. All das braucht die Verwaltung für ihre Arbeit, die landesherrliche Verwaltung, aber auch die lokale Verwaltung. Und hier entsteht eine wirklich große Menge, wo man dann auch immer schauen muss, den Ortsbezug feststellen muss und schauen muss, wo gibt es für meine Region, meinen Ort entsprechendes. Ein starker Anteil ist zumindest in der sächsischen Überlieferung sind die militärischen Karten und Pläne, Festungsrisse, Baurisse, Manöverkarten, Kriegskarten, was auch damit zusammenhängt, dass in Sachsen im sächsischen Staatsarchiv als einer der wenigen Archive in Deutschland wirklich die Militärüberlieferung noch so gut erhalten ist. Das ist in anderen Staatsarchiven meistens nicht mehr der Fall. Den Bereich Stadtpläne müsste man noch nennen. Und ich hatte es eben schon gesagt, auch gedruckte Karten können archivische Karten in dem Sinne sein, dass sie als Grundlage für Behördenarbeit durch Einzeichnung oder Kommentare in einer gedruckten Karte verwendet worden sind. Auch hier sind das natürlich naturgemäß meistens Länder- und Regionalkarten, also großmaßstäbige Dinge, Stadtansichten, Stadtpläne, gedruckte, die verwendet werden. Die wirklich ganz kleinmaßstäbigen Erd- und Erdteilkarten spielen natürlich für die Landesgeschichte eher weniger eine Rolle. Ja, an dieser Stelle jetzt nur mal ein ganz kurzer Überblick, der eben auch auf diese große Menge der wirklich lokal entstandenen Verwaltungskarten, Flurkarten, Forstkarten, gar nicht im Detail eingehen kann. Ich will das ein bisschen konzentrieren auf die großen Entwicklungslinien und dabei immer wieder vor allem auf die drei großen vormodernen Landesaufnahmen eingehen und dann im zweiten Teil auch deren Quellenwert etwas näher in den Blick nehmen. Also wenn man die Kartografiegeschichte bis 1900, etwa 1900, periodisieren will, dann hat man so eine Epoche, das ist seit etwa 1500, die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts, haben wir eigentlich ausschließlich nur die sogenannten Bildstreitkarten, also die in Prozessen, gerichtlichen Prozessen entstanden sind als Beweismaterial. Etwa um 1550 fängt die landesherrliche Verwaltung an, modern gesprochen, amtliche Kartografie zu betreiben. Man entdeckt den Wert von Karten, also zunächst zum Beispiel mal für Grenzstreitigkeiten und gibt Karten in Auftrag, handgezeichnete Karten, auch bei geschulten Kartografen bzw. Landmessern. Das setzt unter Kurfürst Moritz ein und ein ganz großer Name ist dann, der sehr viel für die Kartografie im 16. Jahrhundert getan hat, Kurfürst August, 1553 bis 86. Gehört haben Sie sich ja alle schon von der sogenannten ersten kursächsischen Landesaufnahme, die Oeder-Zimmermannsche Landesaufnahme ab 1586. Ganz wunderbare Quelle, gerade für die Ortsgeschichte. Die endet 1634 mit dem Tod von Balthasar Zimmermann. Danach kommt der ganze Schwung eigentlich erstmal ins Stocken. Es gibt seitdem immer wieder regelmäßig besetzt das Amt des kurfürstlichen Oberlandfeldmessers. Das kommt aber, also diese Landesaufnahme über Zimmermann ist unvollendet geblieben, wird auch von den Nachfolgern nicht so richtig wieder aufgegriffen. Also wenn man so will, eine gewisse Stagnation, aber unter diesen Oberlandfeldmessern sind natürlich auch große, große Könner und sind natürlich auch sehr viele Karten, allerdings eher Detailkarten entstanden. Ebenfalls ein Begriff ist Adam Friedrich Zörner, die sogenannte zweite kursächsische Landesaufnahme, vom Charakter her was ganz anderes und vom Quellenwert. Und dann wirklich der Schritt in die Moderne mit der dritten Landesaufnahme, der militärischen Landesaufnahme
1780 begonnen, 1824/34 dann abgeschlossen durch das Ingenieurkorps der Sächsischen Armee. Die sogenannten Meilenblätter ist so das Hauptprodukt. Kommen wir auch noch näher drauf zurück. Das ist ein Stand, der dann für das gesamte 19. Jahrhundert die Grundlage bildet. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts kommen dann neue kartografische Grundlagen auf, die im Grunde in Form zum Beispiel der Messtischblätter bis heute fortleben. Und ganz wichtig, auch gerade für die Heimatforschung, dann auch die Katastervermessung, die in Sachsen auch relativ spät einsetzt, nämlich auch erst im 19. Jahrhundert. Das sind so die Hauptperioden, Hauptbereiche, die man hier anschneiden muss oder anschneiden kann. Ein Beispiel, das ist unsere älteste Karte aus dem Archivbestand. 1501 bis 1507 kann man sie datieren, weil es da nämlich auch einen Gerichtsstreit gegeben hat. Eine typische Bildstreitkarte, Oelsnitz im Erzgebirge zeigt sie. Ein Prozess zwischen dem Kloster Grünhain und einem weiteren Grundherrn um die Herrschaftsrechte im Dorf. Und an der Karte sehen Sie eigentlich sehr schön, was diesen Wert dieser Augenscheinkarten ausmacht. Also erstens ganz bildhaft, perspektivisch. Hier ist nach modernen Begriffen eigentlich gar nichts von einer Karte zu sehen. Eben sehr naturalistisch dargestellt, also wirklich auch sachliche Details, Realien sind wunderbar erkennbar. Sie erkennen hier, dass also die Häuser zum Teil in Blockbauweise errichtet sind, zum Teil in Fachwerk. Sie sehen solche geflochtenen Weidenzäune um die Grundstücke. Sie sehen hier unten ein Badehaus. Hier, dieses hat es in der Gemeinde gegeben. Sie sehen hier eine ummauerte Kirche. Hier, das wird als archäologischer Überrest einer frühen Befestigungsanlage aus der Siedlungszeit interpretiert. Also das ist ein ganz typisches Beispiel. Hier kann man wirklich nicht nur für die Ortsgeschichte, auch kunstgeschichtlich, architekturgeschichtlich, rechtsgeschichtlich, sozialgeschichtlich alles Mögliche ablesen aus solchen Karten. Der Beispiele wären viele. Man muss eben dann immer schauen, auch wie ist da der Aktenkontext. Also in diesem Fall haben wir die Akten noch, die Prozessakten, die diesem Gerichtsverfahren zugrunde liegen. Überall, wo das der Fall ist, kann man also sehr viel aus diesen Karten herauslesen. Ich sagte schon, dass die Anfänge der amtlichen Kartografie im Bereich, also einmal in der Mitte des 16. Jahrhunderts liegen und dass so die Anfänge eigentlich auch in allen deutschen Territorien erstaunlicherweise im Bereich der Forstvermessung, Erfassung der kurfürstlichen, der landesherrlichen Waldungen, der landesherrlichen Besitzungen, Rechte, Jagdrechte liegt. Das ist ganz auffällig und so ist es auch in Sachsen. Die Anfänge liegen um 1560, was das betrifft. Kurfürst August hat 1558 dem Leipziger Mathematikprofessor Johannes Humelius den Auftrag erteilt, die landesherrlichen Waldungen im damaligen Kursachsen zu kartieren. Die Karten, die damals entstanden sind, hier sehen Sie hier ein Beispiel, etwa 1 zu 50.000 ist der Maßstab. Hier haben wir, das ist die Lausnitzer Heide, also nordöstlich von Dresden gelegen. Ich gehe noch später auf Details ein. Man sieht hier auch durch diese kreisrunde Anlage, die also alles auf einen zentralen Punkt hier zusteuert, sieht man sehr schön, auch wie hier vermessen worden ist, indem man nämlich Winkelmessungen von einem zentralen Punkt weggemacht hat und dann darum die Karte konzentriert hat. Wenn man hier etwas reinzoomt, sieht man auch solche Buchstaben. Und jetzt sieht man nicht, das liegt jetzt am Zoom, das tut mir leid.
Sehen Sie solche roten Buchstaben auf weißem Feld, das sind also Waldzeichen, die für diese Karten im 16. Jahrhundert und im 17. Jahrhundert noch ganz typisch sind. Diese Waldzeichen gibt es ja zum Teil heute noch. Da gibt es auch Hilfsmittel oder sozusagen archivischen Zubehör, um die zu interpretieren. Johannes Humelius läutet auch insofern eine neue Etappe ein, weil also Leipziger Mathematikprofessor, der Mann war in messtechnischen Verfahren, astronomischen Verfahren, geodätischen Verfahren geschult und da kommt also Professionalität rein. Das sind nicht mehr wie bei den Gerichtskarten dann oft irgendwelche Gerichtsmitarbeiter, die dann wirklich nach dem Augenschein ohne eine förmliche Vermessung zeichnen. Und an diesen Karten hat auch mitgewirkt Georg Oeder der Zweite. Das ist also der Erste aus der berühmten Familie Markscheider, Vermesserfamilie Oeder, Georg Oeder der Zweite, der seinerseits dann auch nach dem Tod von Humelius 1562 ganz intensiv im Bereich dieser Forstvermessung weitergearbeitet hat. Das sind wirklich, wenn Sie so wollen, die ersten amtlichen Karten. Von dem recht großen Maßstab 1 zu 50.000 her können Sie auch sehen, dass man dort also sehr detailreiche Informationen daraus ablesen kann. Ja, dieser Kurfürst August oder Kurfürst August war für die sächsische Vermessung auch insofern ein Glücksfall, weil er persönlich sehr stark an der Vermessungstechnik interessiert war. Er hat in Dresden 1560 die Kunstkammer im Dresdner Schloss errichtet, diese nach dem typischen Stil der Kunstkammern dieser Zeit, auch technische Instrumente, astronomische Instrumente und hier besonders auch geodätische Instrumente, also Kompasse, Messtische, astronomische Instrumente, Wegezähler, Schrittzähler dort gesammelt hat. Da hatte er ein Faible dafür und die hat er auch tatsächlich angewendet. Er hat selbst vermessen, er hat selbst Karten gezeichnet, eigenhändig. Wenn die Zeit reicht, werden wir im zweiten Teil uns da noch was anschauen. Ein Beispiel, die sind heute teils im Bestand der Landesbibliothek des LUB in Dresden, teils bei uns im Staatsarchiv. Diese Kunstkammer war, wenn man so will, ein Kompetenzzentrum für die damalige Landesvermessung. Kurfürst August hat auch die Familie Oeder sofort in die Nähe der Kunstkammer gezogen. Georg Oeder, der Dritte, der Sohn von Georg Oeder dem Zweiten, ist tatsächlich auch als Mitarbeiter der Kunstkammer belegt. Und diese Landmesser, die Oeders kommen ja eigentlich aus dem Markscheidewesen, also aus der Bergbauvermessung ursprünglich, diese Landmesser konnten die Instrumente in der Kunstkammer tatsächlich auch benutzen, sodass für ihre Arbeiten im Auftrag des Kurfürsten, sodass sie technisch da auf dem neuesten Stand waren. Wenn Sie heute durch die Kunstkammer, durch die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden gehen, im mathematisch-physikalischen Salon, sehen Sie diese Vermessungsinstrumente, die aus Augusts Sammlung noch erhalten sind. Sehen Sie auch alle noch. Und es gibt also tatsächlich Untersuchungen, wo man nachweisen kann, dass bestimmte Messinstrumente für bestimmte Karten verwendet worden sind. Etwa wenn man dann die Gradeinteilung, Winkelmessangaben auf den Winkelangaben auf den Karten vergleicht mit den Instrumenten. Die Familie Oeder, also Georg der Zweite, Georg der Dritte, hat für Kurfürst August viel produziert, eben vor allem Forstkarten. Auch der Bruder Georgs des Dritten, Matthias Oeder. Und das ist derjenige, der dann 1586 auch den Auftrag für die erste große Landesaufnahme, die erste kursächsische Landesaufnahme bekommt, Matthias Oeder. Allerdings nicht von Kurfürst August, erstaunlicherweise, obwohl
er nun wirklich der Spiritus Rector der Vermessung war, sondern erst kurz nach dem Tod von August, im Januar oder Februar 1586 ist er gestorben, im Juli 1586 erteilt der Sohn und Nachfolger Christian I. dann den Auftrag, das gesamte Land in eine Mappe, wie es zeitgenössisch heißt, also eine Landkarte zu bringen. Und das, was hier entsteht, ist der bekannte Uröder bzw. seine Verkleinerung, der Öder Zimmermann, benannt nach Balthasar Zimmermann. Das ist ein Vetter von Matthias Öder gewesen, der seit etwa 1595 dann mit ihm zusammengearbeitet hat. Dieses Beispiel, was Sie hier sehen, ist ein Blatt des Öder Zimmermanns aus der Verkleinerung. Auch das ist übrigens eine Karte hier aus dem Atlas der Geschichte und Landeskunde von Sachsen, nämlich die kartierten Gebiete des damaligen Kursachsen, also um 1600, die von Öder und Zimmermann kartierten Gebiete. Das sind insgesamt, das muss man sich aus heutiger Sicht wirklich auf der Zunge zergehen lassen, das sind ungefähr 15.000 Quadratkilometer und das damalige albertinische Kursachsen. Und davon haben es die Matthias Öder und Balthasar Zimmermann zu Lebzeiten, also bis 1634 geschafft, etwa 64% zu vermessen und zu kartieren. Diese Überblickskarte zeigt den Blattschnitt. Das Rote ist der Öder Zimmermann, der Uröder, was Sie dort sehen, und die blauen größeren Quadrate oder unregelmäßigen Formen, das ist die verkleinerte Form der Öder Zimmermann, letzterer im Maßstab 1:53.333. Das hat man also durch Streckenvergleiche ermittelt, diese Maßstabsgenauigkeit. Und der Uröder 1:13.333. Allein an dieser genauen Maßstabsbestimmung sehen Sie schon, das ist eine sehr genaue Karte. Auch aus heutiger Sicht, die Lagegenauigkeit ist enorm und das macht auch den hohen Quellenwert aus des Öder Zimmermanns und des Uröders. Da komme ich im zweiten Teil dann nochmal drauf zurück. Ja, relativ schnell passieren die Zeit von 1650 bis 1750 nach dem Tod Balthasar Zimmermanns haben wir verschiedene Oberlandmesser. Ich habe hier mal bedeutendere Namen aufgeführt. Lazarus Vogt, der unmittelbare Nachfolger, von dem wir allerdings kaum etwas wissen, kaum auch Karten erhalten sind. Samuel Nienborg und sein Sohn Hans August Nienborg, die das letzte Viertel und des 17. Jahrhunderts und das erste Viertel des 18. Jahrhunderts als Oberlandfeldmesser abdecken. Auch die haben wirklich den Öder Zimmermann nicht mehr vollendet, haben natürlich selber auch ein reiches Oeuvre, haben sich also auch mit sehr großmaßstäbigen Flurvermessungen hervorgetan, unter anderem was Sie hier den Ausschnitt sehen, ein Stadtplan des Leipziger Stadtgebiets um 1710. Für Dresden gibt es Vergleichbares. Das sind sehr genaue, sehr detailreiche Karten, aber es ist eben nicht dieser umfassende Zugriff und dieser Elan und die Zielstrebigkeit, die bei Öder Zimmermann zugrunde lag. Ende des 17. Jahrhunderts entsteht dann auch das Ingenieurkorps der sächsischen Armee, die eine eigene Ingenieurkartografie entwickeln. Ab da ist die amtliche Landesvermessung in Sachsen eigentlich zweigleisig. Wir haben den zivilen Bereich und wir haben den militärischen Bereich. Auch das Ingenieurkorps hat berühmte Namen, Maximilian von Fürstenhoff, Gottfried Gravert, das waren jeweils auch Chefs des Ingenieurkorps, von denen sind zahlreiche kartografische Aufnahmen von auch kleinmaßstäbigen Werken erhalten. Christoph Moritz Dietz, das ist der Nachfolger von Hans August Nienborg,
ist ein wichtiger Name, aber auch die haben nie wirklich einen umfassenden Neuansatz zustande gebracht. Das kann man so sagen für einen anderen, seit 1713, Adam Friedrich Zörner, der Name ist Ihnen allen ein Begriff, die zweite kursächsische Landesaufnahme Zörners. Das ist vom Charakter her was ganz anderes, auch Karten, die auf einer systematischen Geländeaufnahme, das heißt einer Vermessung, beruhen, aber vom Maßstab und den Messmethoden her dann auch doch was ganz anderes als dieser extrem großmaßstäbige Oeder Zimmermann. Auch die Zörnersche Landesaufnahme ist zu Lebzeiten Zörners nicht veröffentlicht worden. Das sind fast ausschließlich Manuskriptkarten, die im Wesentlichen bei uns im Staatsarchiv liegen. Also Geheimhaltungsvorschriften des Landesherrn gab es hier. Der Maßstab schwankt so je nach Karte zwischen 1 zu 130.000 und was Sie hier sehen, die sogenannte neue kursächsische Postkarte von Zörner, 1 zu 330.000. Also für die Ortsgeschichte, die Regionalgeschichte vielleicht weniger nützlich, aber aus einem anderen Grund doch sehr inhaltsreich. Da komme ich dann auch im zweiten Teil drauf zurück. Zörner war eigentlich Pfarrer in Kassa bei Großenhain, stammte aus dem Vogtland, aber er hat offenbar also zu Studienzeiten auch mathematisch-geodätisches Wissen, sich in Leipzig studiert, in Halle weiß man, Helmstedt vermutlich auch, hat vermutlich da eben auch geodätisches Wissen erworben und er hat sich eigentlich als gelehrter Geograf verstanden. Also er hat sich zwar in den Dienst des Landesherrn gestellt, aber anders als Oeder Zimmermann war er ja kein interner Verwaltungsmitarbeiter, wenn man das mal so ausdrücken will. Ein gelehrter Geograf, der auch gerne veröffentlichen wollte, aber eben nicht durfte und der auch Kontakt zu anderen Kartografen in Mitteleuropa gesucht hat. Eine hochinteressante Persönlichkeit. Gedruckt worden ist von seinen Werken nur diese neue kursächsische Postkarte, ein großformatiges Werk, die ist so ungefähr, ja, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber so schätzungsweise 90 mal 1,30, also 1,30 Meter mal 90 Zentimeter, besteht aus zwei Druckplatten. Es gibt verschiedene Auflagen und auch hier haben wir einen ganz besonderen thematischen Inhalt, dazu dann mehr später. Seine Messmethoden hat Zörner vielfach beschrieben und auch im Druck veröffentlicht. Also er hat tatsächlich, wie man hier oben links, das ist das Titelblatt seines Atlas Augusteus, auch eines Manuskriptwerks, er hat tatsächlich mit so einer Art von Theodoliten im Gelände lange Peilmessungen, Strecken- und Winkelmessungen vorgenommen. Er hat die Entfernungen dann, die optisch ermittelt waren, hat er mit dem berühmten Zörnerschen Meilenwagen, das ist ja so eine Kutsche, die hat ein Zählwerk am hinteren Rad oder auch solchen kurze Strecken, solche Messwagen mit dem mechanischen Zähler drauf. Er hat also Kontrollmessungen im Gelände vorgenommen und das dann in Karten, diese Strecken- und Winkelmessungen in Karten übertragen. Das Gros seines Werkes besteht aus mittelmaßstäbigen Ämterkarten, die kursächsischen Ämter. Die sind alle so 1 zu 130.000 etwa im Maßstab. Das ist der sogenannte Atlas Augusteus. Als solcher ist er bekannt. Solche Karten hat Zörner im Auftrag des Landesherrn August des Starken ab 1713 immer wieder produziert, manchmal auch Kreiskarten gibt es auch, also die kursächsischen Kreise, hat die an die kurfürstliche Kammer geliefert. Er hatte aber als Privatarbeit diesen Atlas Augusteus zu Hause, der dann nach seinem Tode dann durch den Kurfürsten bei der Witwe beschlagnahmt worden ist. Davon gibt es zwei Exemplare.
heute im Hauptstaatsarchiv, die Originale. Das ist wirklich der Versuch eines Atlas. Wir haben Karten, die sind so etwa 60 mal 60 Zentimeter, also wie Sie hier eines sehen. Und einzelne zusammenhängende Ämter sind da dargestellt mit und zum jeweils auch mit einem ja, topografischen und auch thematischen Inhalt dazu auch gleich mehr. Aber eben unveröffentlicht bis heute, wenn man das Internet mal rausnimmt, dazu dann auch noch später mehr. Dieser Atlas Augusteus ist nach Zörners Tod im sogenannten Neuen Sächsischen Atlas oder Atlas Saxonicus Novus aufgegangen, den der Kartenverleger Peter Schenk in Amsterdam und Leipzig saß, der herausgebracht hat. Die erste Auflage ist 1752 abgeschlossen gewesen. Es gibt mehrere Folgeauflagen bis Anfang des 19. Jahrhunderts, ist der nachgedruckt worden. Sie sehen da das Titelblatt von der Ausgabe von 1760 und mal so eine typische Ämterkarte aus diesem Atlas Augusteus. Es war lange Zeit nicht so richtig klar, wo sind die Vorlagen für diesen Kartenverleger Schenk hergekommen. Also man liest dann immer mal oder las, dass veruntreut worden sei, dass man diese geheim gehaltenen Ämterkarten irgendwie auf sinistren Wege dem Schenk hat zukommen lassen. Tatsächlich weiß man inzwischen, also einer der Mitarbeiter von Schenk, Mitarbeiter von Zörner natürlich, einer der sogenannten Kondukteure Zörners, nämlich Johann Paul Trenkmann, der aus Geringswalde stammte. Der hat nach dem Tod seines Meisters, 1742 ist Zörner gestorben, selbst Vorlagen gezeichnet für, also der Großteil des Atlas Saxonicus Novus von Schenk geht auf Vorzeichnungen von Johann Paul Trenkmann zurück und der hat natürlich die Zörnersche Zeichenmanier beherrscht. Insofern kann man mit Fug und Recht sagen, das sind Zörnersche Karten, aber die sind, wenn man so will, auf ganz regulärem Wege veröffentlicht worden und unter Kurfürst Friedrich August II. Hatte man da offenbar auch keine grundsätzlichen Bedenken mehr, das dann zu veröffentlichen, zumal der Maßstab ja doch relativ klein ist oder ein mittlerer Maßstab. Nur kurz erwähnen will ich an der Stelle den Johann Georg Schreiber. Das ist auch im 18. Jahrhundert wirklich ein Kartograf, der das Kartenbild Sachsens prägt. Ganz kleinformatige Karten, also wenn Sie sich die im Original vorstellen, die sind vielleicht so 15 bis 20 Zentimeter hoch, 25 Zentimeter breit. Mal ein sehr kleiner Maßstab, also hier das Amt Borna-Pegau, die Ämter Borna-Pegau, Kolditz, 1 zu 200.000. Das sind Karten, die nicht durchweg, oder eigentlich weniger sogar auf Geländeaufnahme beruhen. Die sind von anderen Karten, gedruckten Karten der Zeit abgeleitet, zum Teil auch von Schenkschen Karten, wie man vermuten kann. Johann Georg Schreiber hat also in Leipzig einen Kartenverlag, er ist 1750 gestorben. Die Witwe hat dann, Johann Georg Schreibers Witwe, den Kartenverlag fortgeführt, sehr erfolgreich. Die Karten sind sehr weit verbreitet. Das ist aber keine amtliche, also im landesherrlichen Auftrag erfolgte Aufnahme, sondern wirklich eine Privatarbeit oder genauer gesagt eine Verlegerarbeit für die Ortsforschung, allein schon aufgrund des Maßstabes nicht unbedingt von Interesse. Ja, auch andere Werke Zörners, dass die schon erwähnte neue kursächsische Postkarte, die ist zuerst 1718 erschienen, die sind vielfach von anderen Kartenverlegern dann plagiiert worden. Also gerade dieser Typus Postkarte, was heißt das? Das sind
Darstellung der Postrouten. Also Sie sehen das hier oben in dem Ausschnitt. Da sind zwischen den Orten die Postverbindungen schematisch dargestellt, gar nicht entsprechend in der tatsächlichen Lagegenauigkeit, sondern einfach nur so als Topogramm, gerade Verbindungen, um anzuzeigen zwischen, was haben wir hier, Aschersleben und Plötzkau, gibt es eine fahrende Post, also eine Verkehrskarte. Sowas war natürlich gefragt und viele berühmte Kartenverleger haben dieses Beispiel, die Zörnersche Postkarte, dann eben auch kopiert oder zur Grundlage eigener Verkleinerungen genommen. Ein Fall dieser Ausgabe, die allerneueste Kursächsische Postkarte, da hat der Verleger Tobias Konrad Lotter, hier können Sie ihn lesen, auf der Kartusche in Augsburg 1760, dieses Zörnersche Werk 40 Jahre nach seinem Entstehen wirklich aufs Fliegenbein genau abgekupfert, kann man nicht anders sagen. Also ein wirkliches Plagiat aus heutiger Sicht. Das zeigt also einerseits die Bedeutung dieses Zörnerschen Werks, dass es eben so lange nach seiner Entstehung noch von Wert war. Und Zörner hat es eben auch nicht nur als Verkehrskarte gesehen, sondern durchaus auch als allgemeine Landeskarte. 1760, das muss, also kann man nachweisen, muss es eine extreme Nachfrage nach diesen Verkehrskarten gegeben haben, was zweifellos mit dem Siebenjährigen Krieg zusammenhängt. Sachsen war ja einer der zentralen Kriegsschauplätze. Hier war also ein großes Bedürfnis an Straßenkarten, auch gerade für die Truppenversorgung, also für militärische Zwecke. Und das hat die Nachfrage nochmal so richtig angeheizt. Andererseits war diese Karte natürlich relativ ungenau. Die Zürnersche Landesaufnahme ist auch aus heutiger Sicht relativ ungenau. Die Lagebestimmung der Orte war nicht so furchtbar exakt. Der Maßstab ist natürlich sehr klein. Aber trotzdem hat man das gerne verwendet. Man hat aber auch gemerkt, also eigentlich gibt es für den kursächsischen Raum, abgesehen vielleicht von dieser Postkarte, keine moderne, den Bedürfnissen der Zeit entsprechende Landesaufnahme. Auch auf dem Kartenmarkt gab es nichts mit größerem Maßstab. Es war sogar so, dass im Siebenjährigen Krieg die preußische Armee dann angefangen hat, sächsische Gebiete zu kartieren aus militärischen Bedürfnissen heraus. Und dieses Manko hat man dann nach dem Ende des Siebenjährigen Kriegs im Retablissement auch aufgegriffen. Und so, jetzt läuten hier die Glocken. Das ist mir auch eine Mahnung, dass ich zum Schluss kommen muss. Also dieses Manko hat man nach 1780 dann aufgegriffen. 1780 eine neue Landesaufnahme, die dritte kursächsische Landesaufnahme in Angriff genommen und jetzt vom Betrieben durch das Ingenieurkorps der Sächsischen Armee. Hier hat man 1780 begonnen. Bis 1824 zieht sich das hin. Besonders innovativ, also einmal die Vermessungsmethoden und dann auch hier, wie Sie an dem Kartenblatt sehen, die Geländedarstellung. Das sind die berühmten Meilenblätter, die damals entstanden sind, benannt deshalb so, weil sie Maßstab 1 zu 12.000 ist das umgerechnet, nach damaligen Maßangaben das einzelne Blatt eine Quadratmeile darstellte, also eine sächsische Meile im Quadrat, ein regelmäßiges Kartenwerk und innovativ eben die Geländedarstellung. Sie sehen das hier so ein bisschen, das ist das Gebiet bei Dierer, Zehren, Zadel an der Elbe nördlich von Meißen, wo man also auch starkes Geländerelief hat. Man hat ein System entwickelt, das Gelände durch Schraffen, ein System von Schraffuren darzustellen, wo also die Steilheit des Geländes durch die Dichte, je dichter
die Schraffierung, desto steiler das Gelände, kann man sagen. Diese Methode, entwickelt von Johann Georg Lehmann, einem sächsischen Ingenieuroffizier, ist auch wirklich sind als Lehmannsche Schraffen dann in die Vermessungsgeschichte eingegangen. Das ist durchaus auch vorbildhaft. Lehmann hat das auch veröffentlicht, und so sind die Meilenblätter tatsächlich auch durchweg gestaltet. Sieht auch sehr ästhetisch aus, kann man sagen. Und vor allem ein Fortschritt gegenüber bisherigen Methoden. Auch hier das Übersichtsblatt der Meilenblätter aus dem Atlas zur Geschichte und Landeskunde von Sachsen. Da sehen Sie das kartierte Gebiet, also Sachsen, die rote Grenze Sachsen in seinen heutigen Grenzen. Man hat natürlich darüber hinaus gegriffen, vor 1815, vor der Teilung Sachsens, aber nach der Teilung naturgemäß nicht mehr fortgefahren, sodass also heute tatsächlich im Wesentlichen nur das sächsische Gebiet kartiert ist. Es gibt von diesen Meilenblättern 3 Exemplare, jeweils im gleichen Maßstab. Also jedes dieser Planquadrate ist im Idealfall 3-mal belegt. Es gibt das sogenannte Berliner Exemplar. Also ursprünglich hat man angefangen, 2 handgezeichnete Exemplare, natürlich auch nur für den internen Gebrauch, nicht zur Veröffentlichung bestimmt, herzustellen. Ein Exemplar für den König, das 1813 dann abgegeben werden musste an Preußen. Das sind, wenn ich es jetzt richtig im Blick habe, sind das die gelben. Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen. Ich sehe es leider auf dem Bildschirm auch nicht. Also das ist auf dem Stand von 1813 dann stehen geblieben. Es gibt dann das Dresdner Exemplar, das eigentlich für die Armee bestimmt war und auch lange Zeit in deren Verfügung geblieben ist. Das ist bis 1824 dann vervollständigt worden. Und ab 1820 hat man für die Bedürfnisse der Bergbauverwaltung, noch eine weitere Kopie geschaffen, das Freiberger Exemplar oder die Bergamtskopie. Und Sie sehen hier so am Rande dann verschiedene Gebiete noch kartiert, hier diese blauen Linien. Man hat also mehrfach auch gerade während der Napoleonischen Kriege um 1808 hat man noch Gebiete, die heute schon in Thüringen bzw. Sachsen-Anhalt liegen, kartiert in einem verkleinerten Maßstab, also meistens nur halb so groß wie die Meilenblätter aufgenommen. Also diese Meilenblätter in der vollständigen Fassung sind ungefähr 450 Blatt, und die sind mittlerweile auch digital sehr gut aufbereitet durch die Sächsische Landesbibliothek. Ich komme auch im zweiten Teil da nochmal drauf. Sie sehen hier das Dresdner, das gleiche Blatt, was Sie eben schon gesehen haben, das Dresdner Exemplar in der Darstellung etwas anders wirkt es. Zum Teil hat man auch die Schraffentechnik dann abgewandelt, weil diese Schraffuren doch sehr, überall dort, wo ein ausgeprägtes Geländerelief ist, wirkt das eben sehr, sehr schwarz dann zum Teil. Dann fällt sicher auf, das ist deutlich schmutziger, dieses Dresdner Exemplar, was damit zusammenhängt, dass das eben bis in die 1950er Jahre bei der Vermessungsverwaltung in Gebrauch war. Geländedarstellung, jetzt versuche ich gerne mal reinzuzoomen, Geländedarstellung durch die Schraffen. Man hat dann später, ja, schade, man kann es leider etwa hier nicht gut sehen, Sie sehen hier solche, Moment, sehen, warum seht ihr das jetzt nicht? Ach so, ja. Man sieht hier so kleine weiß radierte Flächen, da hat man dann Höhenwerte eingetragen, Messwerte. Man hat später dann auch in manchen Blättern Höhenlinien eingetragen. Man hat Straßenzüge, die neu dazukamen, ergänzt nach 1824.
Eisenbahnlinien, die gebaut wurden, eingetragen. Also das war eine Arbeit im Prozess hier, das Dresdner Exemplar. Das Freiberg-Exemplar ist dann in der Darstellungsart deutlich lichter und heller. Und das Berliner Exemplar, was 1813 nach Preußen ging, ist also ja, bis heute das ja, am besten erhaltene, kann man eigentlich sagen, das jungfräulichste. Interessant ist diese Ingenieurkartierung ab 1780 auch deshalb, weil also verschiedene Sonderkartierungen im Zuge neben den Meilenblättern angefertigt worden sind. Unter anderem hat man die sächsisch-bayerische Grenze, die sächsisch-böhmische Grenze genau vermessen, also den Grenzstreifen. Und man hat, das Ingenieurkorps hat Stadtpläne von sächsischen Städten gezeichnet, nach Aufnahme hier in Bochlitz, alle im Maßstab 1 zu 30.000. Natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Quelle, denn die Vermessungsmethode war wirklich auf dem neuesten Stand. Also man hat eine regelrechte, im engen Sinne, Triangulation angewendet. Man hat also ausgehend von einer Basismessung, einer Basisstrecke, die zwischen dem Pirna und dem Königstein auf der sogenannten Ebenheit lag, ausgehend von dieser Basismessung hat man Dreiecksmessungen über das Land hinweg gelegt. Man hat auf Bergen, Erhöhungen, hat man Signaltürme errichtet oder sich sonst an festen Landmarken orientiert, ein trigonometrisches Netz übers ganze Land gelegt, diese Punktmessungen dann verdichtet und die Koordinaten berechnet. Und von diesen Punktbildern aus dann die eigentliche Karte entworfen. Also vermessungstechnisch damals auf dem modernsten Stand der Zeit, also Landesaufnahmen, die systematisch ein trigonometrisches Verfahren anwenden, die sind nicht viel älter. Das setzt in Frankreich 1750 zum Beispiel ein. War man also wirklich auf dem neuesten Stand und die Genauigkeit ist wirklich erstaunlich, zumal die Meilenblätter dann auch für das gesamte 19. Jahrhundert die Grundlage aller amtlichen Karten, also bis ins letzte Drittel des 19. Jahrhunderts die Grundlage aller amtlichen Karten geblieben sind. Ja, zum Schluss an dieser Stelle nur der Hinweis, also diese Meilenblätter sind eben auch diese beiden Exemplare oder ursprünglich drei, für die Geheimen waren geheim zu halten, also primär natürlich für das militärische Bedürfnis ursprünglich gedacht. Man hat dann ab 1820 etwa verschiedene Ableitungen publiziert. Bekannte Karte, also auf Grundlage der Meilenblätter Karten veröffentlicht. Der Oberrheinische Atlas ist ein Beispiel, das Sie hier sehen. 1 zu 57.600. Also eine Verkleinerung des Meilenmaßstabs der Meilenblätter. Immer noch ein recht großer Maßstab, aber Sie sehen allein schon dadurch, dass diese Darstellungstechnik mit den Geländestraffen hier auf einen kleineren Maßstab verdichtet ist, die sind überall dort, wo es gebirgig ist, sind die schwer zu lesen. Und für den Ortschronisten oder wirklich für die Dorfgeschichte auch keine wirkliche Quelle. Ich überspringe das nächste Beispiel mal, um zu allerletzt eine Kartengattung zu nennen, die mittlerweile auch in den Archiven angekommen ist, nämlich die modernen, muss man sagen, Katasterkarten. Eine wirkliche Steuerkatastervermessung, Grundsteuervermessung in Sachsen setzt erst 1835 nach den Staatsreformen ein. Man hat immer wieder Anläufe genommen, eine Katastervermessung auch im 18. Jahrhundert schon zu betreiben. Das ist eigentlich immer am Widerstand der Stände und aus Kostengründen gescheitert. Erst nach den Staatsreformen hat man dann gesagt, jetzt muss
eine systematische Katasteraufnahme hier ab 1835 bis 1841 in einem ersten Zug. Man hat also jede Ortsflur aufgenommen. Das sind die sogenannten Menselblätter, den Begriff haben Sie sich auch schon gehört, entstanden dem zugrunde gelegten Maß entsprechend. Sind das heute so krumme Maßstäbe 1 zu 1820 und 1 zu 2730. Das sind wirklich Strecken- und Winkelmessungen im Gelände. Das hat noch keinen jetzt bis auf astronomische Koordinaten, auf ein Koordinatensystem ausgerichtete Bezüge. Das hat man dann ab 1876 nochmal wiederholt. Damals hat es eine topografische Neuvermessung, die Nagelsche Vermessung in Sachsen gegeben, auf Grundlage auch eines neuen Gradsystems. Als das vorlag, hat man eben auch die Katastervermessung nochmal durchgeführt, dann all dies im Maßstab zwischen 1 zu 8.000 und 1 zu 12.000. Und als Zusammenzeichnung dieser Menselblätter, die also in der Regel einzelne Grundstücke oder Teile einer Ortsflur zeigen, als Zusammenzeichnung hat man am Ende die sogenannten Flurkroquis, also eigentlich die Skizze französisch, die sogenannten Flurkroquis gefertigt, wo also im Maßstab 1 zu 2000 ist das Beispiel, das ist schon aus der zweiten Katastervermessung, die gesamte Flur noch einmal im Überblick dargestellt ist. Lesen kann man diese Karten im Grunde nur, wenn man die Flurbücher dazu nimmt. Diese Karten sind heute noch wichtig für das moderne Liegenschaftskataster, befanden sich bis jetzt zu einem großen Teil auch noch in den Vermessungsbehörden, werden aber im Augenblick also systematisch digitalisiert und auch als Staatsarchiv abgegeben, sodass sie dort auch künftig als historische Quelle genutzt werden können. Ja, damit bin ich etwas über die Zeit weg. Ich würde an der Stelle mal einhalten, um diesen Parforce-Ritt sozusagen die Entwicklung der amtlichen Kartografie, wenigstens die Rahmenbedingungen oder die zentralen Werke mal genannt zu haben. Und im zweiten Teil wird es dann etwas praktischer. Aber wenn Sie jetzt bis hier Fragen haben, Bemerkungen, dann würde ich sagen, lassen Sie sie am besten, steuern Sie am besten gleich bei.